So, jawohl. Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Mein Name ist Arjen Kotziger, Frank Böhringer steht noch ganz bescheiden da unten. Wir beide sind heute da. Wir sind gleich groß, wenn ich hier unten stehe. Ne? Genau, wir sind gleich groß, genau. Für mich auch mal ein gutes Gefühl an der Stelle. Genau, also wir sind da, um Ihnen etwas zu erzählen über Digitalisierung als Prozess erstmal und die Frage, wie geht man vor, wenn man Organisationen digitalisieren möchte. Und einen besonderen Schwerpunkt haben wir dann da gleich auf der Frage auch, wie geht man dabei experimentell vor? Das steht bei uns im Fokus, insbesondere dann der zweiten Hälfte des Vortrags. Wir sind beide aus einem Forschungsprojekt. Wir arbeiten während Sachen sehr formalen, typischen Hierarchie, wie jetzt bei der Bundeswehr, da komme ich übrigens her als mein Praxiskontext. Also da ist alles noch immer sehr hierarchisch und klar strukturiert. Das wäre so ein typisches Zusammenarbeitsmodell, geprägt durch Hierarchie. Das löst sich auf in sowas wie Matrix-Organisationen, das löst sich aber auch auf, und da kommen die ersten digitalen Technologien mit rein, wenn man über zum Beispiel Homeoffice spricht. Also wenn man im Homeoffice arbeitet, wenn man da Mitarbeiter hat, dann kann man die nicht, so wie ich das als Offizier gelernt habe, also vorbeigehen und Dienstaufsicht machen durch Management by Walking Around oder wie auch immer man das nennt. Also man sieht die Mitarbeiter faktisch nicht mehr arbeiten, sondern muss technologievermittelt mit denen kommunizieren. Das sind schon erste Schritte in die Digitalisierung rein, und das verändert allein schon die Art und Weise, wie geführt werden muss. Da tun sich dann manche schwerer, manchen fällt es leichter. Und ich kann mich an Beispiele erinnern, wo dann Vorgesetzte gefragt haben, ja, muss ich jetzt den Mitarbeiter jede halbe Stunde anrufen, um zu wissen, was der tut, wenn er im Homeoffice ist? Das muss man natürlich nicht, aber da zeigt sich auch an der Stelle, dass sich da einfach die gedankliche Welt dann etwas ändert. Wenn man immer weiter nach rechts geht auf der Abbildung, kommen Stichworte dazu, wie die Zusammenarbeit mit externen Mitarbeitern, mit denen man irgendwie digital vernetzt ist. Aber es kommen auch so Technologien dazu, wie der Amazon Mechanical Turk, ich weiß nicht, wer das kennt. Das ist eine Crowdworking-Plattform, auf der kann man Aufgaben einstellen. Und das Besondere daran ist, wenn eine Organisation eine Aufgabe einstellt, dass sie nicht weiß, wer das bearbeitet. Also wenn Sie jetzt individuell irgendwelche Belege abgetippt haben wollen, irgendwelche Rechnungsbelege in eine Excel-Tabelle reingepresst haben wollen, dann stellen Sie diese Aufgabe beim Amazon Mechanical Turk einfach ein, und irgendwer auf der Welt bearbeitet das, und Sie haben dann Ihr Koordinationsproblem gelöst. Sie arbeiten mit irgendwem zusammen, aber kennen den faktisch gar nicht und kommunizieren eigentlich auch so gut wie gar nicht mit dem zusammen. Und auch das wäre jetzt eine digital vermittelte neue Form der Zusammenarbeit. Ja, wenn man das sich dann betrachtet, ist es so, dass wenn sich Arbeitsprozesse ändern, dass es immer Chancen und Risiken hat. Und wenn Sie auf diese Abbildung schauen, dann haben wir versucht, einmal darzustellen, dass über lange Zeit für viele, nicht für alle, leider nicht, aber für viele Menschen Arbeit in den letzten Jahren ja auch, also Jahrzehnten verbessert hat. Das sind so Stichworte wie Humanisierung der Arbeit, die Human Relations. Stunden haben sich reduziert bis auf im Schnitt vielleicht 40, ich weiß es nicht genau, aber Arbeitszeiten haben sich reduziert, Arbeitsbedingungen haben sich verbessert. Also für viele Menschen ist Arbeit besser geworden, nicht für alle, aber für viele. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo Digitalisierung in den Markt kommt, in die Arbeitswelt kommt, und da ist die Frage, wird es besser oder schlechter? Und das hat Chancen und Risiken. Sie kennen die Themen, Arbeitsverdichtung, Technostress wären Beispiele für negative Entwicklungen, Überwachung und Kontrolle, die auch unangemessen sein kann. Gibt es viele Beispiele in der Presse auch gerade, wären negative Themen, aber es gibt eben auch positive Entwicklungen, bessere Vereinbarkeit, Innovation, höhere Produktivität, dadurch auch mehr Arbeitsplätze und Beschäftigung. Also es gibt sowohl negative als auch positive Entwicklungen. Und ich sage das deswegen, weil wir das versuchen, in unserem Forschungsprojekt eben auch explizit im Blick zu halten und weil das stets immer auch wichtig ist, dass man da beide Seiten eben auch betrachtet. Ja, wenn wir jetzt sagen, Digitalisierung ändert viele Dinge, dann möchte ich auf einen kurzen Punkt hinweisen, nämlich dass das unterschwellige Thema dabei immer der Umgang mit Komplexität ist. Das würde ich Ihnen jetzt gleich erklären. Und dann gehen wir in zwei Methoden, wie man jetzt den Wandelprozess gestalten kann. Darauf würden wir dann eingehen. Und eine ist eher methodengestützt, das machen wir unmittelbar im Projekt. Da ist hinten die Ausstellung dazu. Und ein zweiter Weg ist es, experimentell zu machen. Und das stellt dann Frank Böhringer dann gleich auch nochmal vor. Ich werde das dann am Ende auch nochmal ergänzen. Das sind die zwei Vorgehensweisen. Ja, ganz kurz zu Komplexität. Was meinen wir damit, wenn wir im Projekt mit dem Begriff arbeiten? Wir gehen davon aus, dass wenn sich Arbeitswelt ändert, dass dann immer viele Dinge in der Organisation sich verändern. Also zum Beispiel meine eigenen individuellen Kompetenzen und Fähigkeiten müssen sich anpassen, mein eigenes Führungsverhalten muss sich anpassen, die Frage, wie ich mit dem Mitarbeiter zusammenarbeite, wie ich kommuniziere, welche Technologien ich dabei nutze. Auf der organisationalen Ebene sind es aber auch solche Dinge wie Regeln, Systeme oder sonstige Elemente, die irgendwie geändert werden müssen. Und die hängen eben auch alle irgendwie zusammen. Also zwischen den Ebenen gibt es eben Wechselwirkungen und Vernetzungen. Die eine Variable beeinflusst die andere, würde ich als Wissenschaftler sagen.
Und dadurch wird das Ganze dann relativ schnell komplex, im Sinne von viele Variablen, die böse irgendwie rekursiv miteinander vernetzt sind. So, wir haben das versucht, im Projekt auch stärker zu spezifizieren und haben dann auch durch Studien und Interviews und Literaturanalysen, also verschiedene Methoden, versucht herauszufinden, was sind die Variablen, die sich ändern, wenn Arbeitswelt digitalisiert wird und wie ändern die sich. Und dann sind wir eben auf diese gekommen. Wir wollen die nicht einzeln durchgehen, aber es sind eben Themen dabei, Zusammenarbeit, Führung, es sind eben die Themen dabei, Kompetenzen, auch Gesundheit ist dabei oder auf organisationaler Ebene, was nehmen wir da, Strukturen und Prozesse oder die Frage, wie Arbeit koordiniert wird. Koordination wäre eben eine digital vermittelte Form dieser Amazon Mechanical Turk, das wäre eine Form, Arbeit zu organisieren. Wir haben das Ganze ausgearbeitet und da gehen wir jetzt wirklich nicht im Detail durch, aber wir haben das Ganze ausgearbeitet und auch auf tieferen Ebenen dargestellt, wie ändern sich die Dinge. Wir haben eine Projekt-Homepage auch für dieses Projekt, www.digitrain40.de, das steht am Ende auf dem Vortrag drauf und das ist auch hinten erkenntlich an unserem Stand, an den Flyern. Und da können Sie in diesen Digitalisierungsatlas reinschauen und können sich die Ebenen durchklicken und das geht bis zu 3 Ebenen runter, ist dann am Ende viel zu lesen, wenn man überall durchklickt, aber das nur als Hinweis, dass man sich dieses Instrument, das wir da entwickelt haben, sehr im Detail anschauen kann. Was hier an der Stelle wichtig ist, ist, es gibt viele Variablen, die alle böse miteinander zusammenhängen. So, und damit will ich es mit dem Modell jetzt erstmal sein lassen. Man kann sich der Arbeitswelt auch spielerisch nähern, gerade weil es so komplex ist, gehen wir davon aus, dass so spielerische Zugänge auch wichtig sind. Und dafür haben wir eben unser Unternehmensspiel entwickelt. Und das liegt da hinten aus, da können Sie mal durch die Karten schauen. Und ja, ist, glaube ich, ein ganz tolles Spiel geworden. Und dieses Spiel können Sie auch downloaden. Das können Sie, müssen Sie halt ausschneiden. Also wer Kinder hat oder so, der kann dann schnibbeln lassen. Also wenn man es ausdruckt und ausschneidet, kann man damit auch sehr gut spielen. Haben wir schon gemacht. Das ist Open Source, also für jeden verfügbar und kann von jedem auch kostenlos genutzt werden. Ja, das mal so als Vordinger. Und jetzt kommt die Frage, wie geht man jetzt methodisch vor, wenn man Arbeitswelt verändern will im Kontext der Digitalisierung? Unter Beachtung, dass die Dinge komplex sind. Was macht man da? Und dazu haben wir Instrumente entwickelt, das sind 4 Stück, die ein methodengestütztes Vorgehen ermöglichen, wie man Arbeitswelt digitalisiert. Und da ist der erste Schritt bei uns im Projekt, dass man erfasst, welche Dimensionen können sich verändern, wenn Arbeitswelt digitalisiert wird. Das ist die erste Frage, was bedeutet Digitalisierung eigentlich im Unternehmen? Und dann gibt es darauf aufbauend die Frage, wo steht man als Unternehmen? Also wie digital ist man schon? Wo sind da Herausforderungen zu lösen? Und um das bearbeitbar zu machen, haben wir einen Umfragebogen entwickelt, also ein organisationsdiagnostisches Instrument, mit dem man in die Organisation reinschauen kann, also indem man also eine Erhebung macht, eine Datenerhebung macht und sich seinen Digitalisierungsgrad anschauen kann. Das ist dann das, was wir einen Digitalisierungsindex nennen. Dadurch gewinnt man Informationen, wo man ansetzen kann, um seine Arbeitswelt zu digitalisieren und die nächsten Schritte zu gehen. Die nächsten Schritte kann man dann gehen mit unseren weiteren Instrumenten. Wir haben dann Workshop-Formate entwickelt, mit denen man sich verschiedene Fragen erarbeiten kann, zum Beispiel, wie digital soll die Arbeitswelt im Unternehmen eigentlich sein und wie überführt man das, was man als Ideen hat, am Ende auch in einen strukturierten Veränderungsprozess. Das ist dann das, was wir die Transformationsagenda nennen. Ja, das wäre ein sehr methodisch gestütztes Vorgehen. Lehnt sich für die, die das jetzt schon erkannt haben, sehr stark an den Ideen klassischen Change Managements an, also relativ klassisches Vorgehen, aber mit spezifischen Instrumenten, die eben andocken an der Vorstellung, wie digitalisiert man Arbeitswelt. Das wäre mal ein Angebot, das Sie sich auf der Homepage anschauen können, ein Angebot, um ja, methodengestützt ihre Arbeitswelten in ihren Organisationsbereichen, in ihren Einheiten, Verwaltungen, Behörden, Betrieben entsprechend dann auch zu digitalisieren. Ja, soweit mal zu dem methodengestützten Vorgehen. Das wäre eben eine Logik. Wir haben aber eben auch die andere Logik, nämlich das experimentelle Vorgehen. Und da übergebe ich gerne an Frank Böhringer. Dankeschön. Ja, jetzt werden Sie sich vielleicht wundern, dass hier jemand von der AOK Baden-Württemberg in München auf der Bühne steht. Aber ich möchte noch mal betonen, unser Forschungsprojekt ist eine gut gelebte interkulturelle Zusammenarbeit zwischen 2 Institutionen aus Bayern, nämlich der Bundeswehrhochschule hier in München, das RKW Bayern und die Hochschule Reutlingen und die AOK Baden-Württemberg. Wir sind Praxispartner, das heißt, alles, was Arjan Kotzika vorgestellt hat, haben wir in unserem Betrieb auch ausprobiert, also Fragebögen, Methoden, Workshops und solche Dinge, weil wir parallel selbst in der digitalen Transformation stecken. Und
Die AOK Baden-Württemberg hat auch was gemeinsam mit der Landeshauptstadt München. Also jetzt nicht der Ort irgendwie, aber so wir sind ähnlich von der Rechtsform. Wir sind Körperschaft öffentlichen Rechts. Ein Unterschied ist aber, wir tun so nach außen, als wären wir private Versicherung. Also unsere Kunden spüren gar nicht, dass sie bei einer öffentlichen Bude versichert sind, sondern wir sind eine Vertriebs- und Serviceorganisation. Und das hat auch ein Stück weit was mit unserer internen Dynamik zu tun, wie wir unser Geschäft verändern. Und ich bin spannenderweise ja auch hier an den Ständen vorbeigelaufen. Die Frage ist, wie digitalisiert sich die AOK? Also was ist bei uns sozusagen das Thema der Digitalisierung? Da geht es genauso um Services für unsere Kunden, genauso wie es bei Ihnen um Services für die Bürgerinnen und Bürger in München geht. Professor Nunberg hat vorher das Thema mit der Krankmeldung, die man jetzt für 99, haben Sie gesagt, ja, für 99 runterladen kann. Sie glauben gar nicht, wenn Sie bei der AOK oder bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, haben Sie ja so eine Chipkarte. Die Chipkarte ist aber relativ doof. Da ist nämlich nur ein Datensatz gespeichert, Ihre Adresse, Ihr Geburtsdatum und noch 2, 3 Nummern. Und in der Regel wird mit dieser Chipkarte bei dem Arzt, bei dem Physiotherapeut, wenn es hochkommt, Papier bedruckt, nämlich der Abrechnungszettel, der dann irgendwie an die AOK geschickt wird. Also es ist auf dem Weg noch ziemlich viel mit Papier unterwegs und natürlich ist es unser Interesse, diese Papierströme zu eliminieren und natürlich Datenaustausche zu organisieren, dass es effizient und schnell geht. Und genauso im Verhältnis zu unseren Kunden geht es darum, dass eben auch Self-Services drin sind, nämlich die Krankmeldung, die jemand bei WhatsApp runtergeladen hat, dass er die bei uns in die App speichern kann und dann sofort bei uns in den Datenbestand kommt, ohne dass ein Mensch noch dazwischen die Dinge abtippt. Auf dem Weg dorthin haben wir zwei Stränge sozusagen, nämlich das eine ist die Digitalisierung unserer Prozesse, also das ganze Papier, was bei uns anlandet, wird mittlerweile eingescannt. Früher haben die Kolleginnen und Kollegen das Papier bearbeitet. Jetzt ist die Stufe so, dass sie das Foto von dem Papier bearbeiten. Aber da steckt ja quasi in der Maschinerie auch eine Entwicklung drin. Das heißt, wir haben schon einige Prozesse, die dann in dem Scan-Vorgang schon automatisiert bearbeitet werden. Und das ist das Ziel, dass wir ganz normale Geschäftsprozesse, was wir jetzt noch sozusagen vom Dokument abtippen, dass die auch automatisiert in unseren Prozessen laufen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was macht es mit den Menschen, die bisher die Prozesse bearbeitet haben? Das heißt, wie verändert sich unsere Arbeit? Wie verändert sich dann unser internes Geschäft? Und der andere Strang ist, wie sind wir digital vernetzt mit den Gesundheitspartnern, mit Ärzten, mit Krankenhäusern, mit Physiotherapeuten, mit allen, mit denen wir Gesundheitsversorgung eben organisieren. Da haben wir wahnsinnig viele Daten. Wir dürfen mit den Daten aber gar nicht alles machen, was wir wollen. Das ist auch gut so. Wir hatten ja heute vor der Mittagspause die Datenschutzdebatte ja auch. Und natürlich steckt da wahnsinnig viel Potenzial drin. Aber natürlich auch ein gewisses Risiko. Ich mache es mal an einem Beispiel fest, weil wir vorher auch bei der Apple Watch waren, wer da Interesse hat, die Daten sozusagen abzurufen. Wir haben wahnsinnig viele Abrechnungsdaten. Und über künstliche Intelligenz kann man natürlich Wahrscheinlichkeiten rechnen. Und wir könnten das theoretisch auch, wir dürfen es nur noch nicht. Wir machen es erstmal in Modellprojekten. Wir könnten bei großen Diagnosengruppen tatsächlich dem Hausarzt eine Liste geben und sagen, wahrscheinlich kommt ein Patient am Mittwoch ins Krankenhaus wegen dieser oder jener Diagnose und die Wahrscheinlichkeit liegt bei 80-90%. Also diese Informationen stehen zur Verfügung. Diese Informationen kann man auch über Big Data, über künstliche Intelligenz in einem Prädiktionsmodell rechnen. Das nutzen in den USA auch schon Versicherer. Wir haben ein völlig anderes Interesse. Wir wollen Versorgung verbessern. Unser Modell ist, dass wir, wenn wir wissen, mittwochs kommt jemand ins Krankenhaus, dienstags eine Präventionsfachkraft bei dem Patienten vorbeigeht und einen festgelegten Behandlungsplan macht, um diese Krankenhauseinweisung zu vermeiden. Das ist Versorgungsverbesserung, das spart uns natürlich auch 2, 3 Euro an Geld, das ist klar. Eine Versicherung in den USA könnte auf die Idee kommen, dienstags den Versicherungsvertrag zu kündigen, wenn sie wissen, dass mittwochs die Krankenhauseinweisung droht. Also bei dem Thema Sozialdaten steckt natürlich wahnsinnig Potenzial drin, aber es steckt auch immer eine ethische Debatte drin und dem nähern wir uns. Und
Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass trotz dem Gesetz, das wir heute Morgen diskutiert haben, der Datenschutz das in Deutschland in der Form, wie ich es da aus USA beschrieben habe, natürlich verhindert. Das ist noch nicht möglich und auch Gott sei Dank nicht so schnell möglich bei uns. Also das heißt, diese zwei Einflussgrößen verändern unseren Betrieb. Das heißt einmal die Prozesse, die wir intern betreiben, und das andere, unsere Kolleginnen und Kollegen haben bisher zwar auch Versorgungsprodukte mit Vertragspartnern gestaltet, aber die sind jetzt viel mehr technologiegetrieben. Das heißt, es verändert tatsächlich auch ein Stück weit die Arbeit bei der AOK Baden-Württemberg oder bei allen Krankenkassen auch. Und deswegen haben wir uns die Frage gestellt, was macht denn das tatsächlich mit unserem Betrieb? Und da kommt man eigentlich drauf, dass man gar nicht genau weiß, wie sich die Arbeitswelt von morgen entwickelt. Also was passiert genau in 3 bis 5 Jahren? Wir wissen das die nächsten 1, 2 Jahre, welche neuen Module wir einsetzen, was da so los ist, aber wir wissen das nicht mehr in die Zukunft, und deswegen braucht man andere Kompetenzen, andere Qualifikationen, um mit dieser Unsicherheit auch ein Stück weit für unseren Betrieb dann eben umgehen zu können. Das ist so der Rahmen, und in dem Zusammenhang sind wir mit dem Forschungsprojekt Digitrain einfach in eine Phase gegangen, Dinge zu denken, auszuprobieren, und da ist bei uns letztendlich auch, so wie das im Forschungsprojekt nachher Transformationsagenda heißt, für uns eine Personalmanagement, eine HR-Initiative entstanden. Jetzt bin ich kein ITler, aber ich sage, für uns ist wichtig, dass die IT nicht die Entwicklung des Unternehmens ausschließlich bestimmt, sondern es geht in unserem Betrieb, aber auch bei Ihnen in der Landeshauptstadt, um wahnsinnig viele Menschen, die in dem Betrieb arbeiten und die in dieser digitalen Entwicklung jetzt auf Veränderungen sozusagen stoßen. Und die Frage ist, wie man diese Veränderungen miteinander gestaltet. Das ist unser Thema, das ist auch das Thema vom Forschungsprojekt. Und deswegen haben wir uns diese Maßnahmen, diese Handlungsfelder gegeben. Und da geht es zum einen um strategische Personalentwicklung. Obwohl wir nicht wissen, wie die Zukunft aussieht, wollen wir trotzdem viel stärker in Szenarien über die Zukunft nachdenken und alle Partner im Unternehmen auffordern, eben Teil dieser Szenarienbildung zu werden. In der Vergangenheit haben wir Personalplanung eben so haushaltsjahrbezogen gemacht, also wie viele Leute sind nächstes Jahr da und was kostet das alles. Und das heißt, wir lernen jetzt seit 2, 3 Jahren viel stärker Personalplanung strategischer und nach vorne gerichtet zu tun, weil an dieser Frage steckt für uns nicht nur, wie viele Leute da arbeiten, sondern genauso, wie verändert sich der Job von einem Kundenberater oder einer Kundenberaterin, welche Qualifikationen braucht es da zukünftig und welche Angebote müssen wir heute schon schaffen, damit wir in 2, 3, 4 Jahren in diese Zukunft, die wir uns so wahrscheinlich vorstellen, dann auch gut gehen. Das heißt, es geht um Kompetenzen der Belegschaft. Und wir fahren jetzt ab nächstes Jahr eine Bildungsoffensive intern. Wir haben durchaus einen größeren Anteil von Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern, die nicht unseren klassischen sozialversicherungsfachangestellten Beruf gelernt haben, und versorgen die jetzt in dieser Phase, ohne dass wir genau wissen, ob das jetzt für eine neue Zielstelle nötig ist, mit einer Qualifikationsbasis. Einfach weil wir wissen, dass Qualifikationen und sozusagen auch das Einlassen drauf, Neues zu lernen, eine wichtige Eigenschaft ist, die wir für die Zukunft eben brauchen. Es geht um das Thema Führung, nämlich wie verändert sich Führung in einem virtuelleren Rahmen, in einer virtuellen Zusammenarbeit, wenn ich, wie Arjan sagt, mein Team vielleicht nicht mehr sehe, oder wenn es um parallele Strukturen geht. Ich habe ein Team, das fest verankert ist in der klassischen Organisation, die machen Sachbearbeitung und gleichzeitig sind aber Leute noch in Projekten unterwegs, und wie gehe ich mit dieser Diversität als Führungskraft um, was brauche ich da in der Zukunft? Das Thema Kultur. Und das Thema neue Arbeitswelt ist ein Stück weit auch ein Thema, was sozusagen an Traditionen bisher denn in einem Laden wie bei uns verankert ist. Also eine hohe Präsenzkultur zum Beispiel oder eine hohe Ablehnung an Fehlerkultur. Also was passiert da, wenn wir Dinge plötzlich ausprobieren? Können wir das überhaupt? Trauen wir uns das zu? Dabei geht es eben in diesen 5 Handlungsfeldern. Heute jetzt konkret geht es um die Frage, was machen wir bei Thema neue Arbeitswelt und wie gehen wir damit um, dass wir ja auch Tarifverträge
Rahmenbedingungen, Dienstvereinbarungen haben, die für das ganze Unternehmen einheitlich gelten. Wir sehen aber, dass wir viele verschiedene Realitäten im Unternehmen haben, die mit dieser einen Schablone gar nicht mehr zurechtkommen. Also schaffen wir das, diese Generalschablone sozusagen neu auszuhandeln, oder geht es darum, tätigkeitsaufgabenbezogen einfach neue Formen von Arbeits- und Rahmenbedingungen auszuprobieren? Und darauf haben wir uns eingelassen. Weil wir festgestellt haben, also es ist so ein Schlagwort, so eine Phrase, die kennen Sie ja aus anderen Veranstaltungen. Ja, die Gestaltung neuer Arbeitswelten ist ein wichtiger Erfolgsfaktor und so. Und wir haben uns für uns gefragt, was bedeutet das für die AOK Baden-Württemberg? Was bedeutet die Gestaltung von neuen Arbeitswelten? Und wir sind sozusagen auf vier Themen gekommen, die für uns wichtig sind. Das eine ist Haltung und Kultur, nämlich wie gehen wir damit um, dass wir gar nicht mehr wissen, wie die Zukunft aussieht. Früher war es so, wir haben IT-Systeme geplant, ausprobiert und haben sie, wenn sie zu 100% stabil waren, dann ins Unternehmen gegeben und die Leute haben 15 oder 20 Jahre mit den IT-Systemen gearbeitet. Das geht so nicht mehr. Die IT-Systeme und die Releases, die kommen, die sind in einem Halbjahreszyklus und wir wissen nicht, wie die Entwicklung in den 2-3 Jahren aussieht. Deshalb müssen wir uns, was unsere Haltung zu Veränderungen angeht, einfach eine ganz neue Geschichte überlegen. Und wir verlangen von unseren Führungskräften, dass sie, obwohl sie auch nicht wissen, wie die Zukunft aussieht, ihren Leuten Orientierung und Stabilität bieten, dass sie ernst nehmen, welche Themen und welche Sorgen da unterwegs sind. Und das hat auch was mit Legitimation zu tun und mit Loslassen, nämlich dass die Führungskraft nicht die ist, die alles besser weiß und alles besser kann, sondern Vertrauen hat, dass die Leute, die schon 10, 20, 30 Jahre da sind, eigentlich ganz genau wissen, was ihr Job ist und wo die Fehler sind und wo die Probleme sind und eigentlich mehr Selbstorganisation und mehr Mut ins Unternehmen lassen sollen. Man braucht Orte, an denen man das fühlen und ausprobieren kann. Das ist was Haptisches. Deswegen finde ich es auch toll, dass wir im Forschungsprojekt ein haptisches Spiel haben, weil es geht da auch um Emotionen. Es geht nicht nur um Ratio. Es geht darum, dass beide Hirnhälften irgendwie auf dem Thema unterwegs sind. Und deswegen haben wir auch Orte geschaffen, an denen man neue Arbeitswelt spüren kann, verbunden mit Methoden. Und wir haben uns vorgenommen, in echten Organisationseinheiten, die eigentlich klassisch hierarchisch traditionell geprägt sind, Dinge völlig anders zu machen und zu gucken, was passiert da dabei. Das sind ein paar Bilder von den Orten. Wir haben ein Projekthaus eingerichtet. Das macht man gerade. Da ist eine alte Fabrikhalle. Da war früher mal eine Firma, die haben Getriebemotoren gebaut. Die haben sich irgendwo anders hin verlagert. Und auf dieser Fabrikhalle haben wir ein Projekthaus gebaut. So wie man es kennt, wenn Sie bei Startups unterwegs sind. Da hat es dann Hocker und schöne Wände und alles Mögliche. Open Space und solche Sachen. Das heißt, wir holen Kolleginnen und Kollegen aus unserer Linienorganisation in eine parallele Welt. Manche würden sagen, das ist das zweite Betriebssystem. Bei uns ist es nicht so krass, weil das fließt ineinander. Das heißt, wir holen Leute mit einer hohen Erfahrung, Führungskräfte, Mitarbeiter aus ihrer klassischen Organisation in Projekte, wo sie längere Zeit auch tatsächlich drin sind, in einem völlig neuen Umfeld, in denen wir mit ihnen alle Methoden durchgehen, die sie kennen, die hier im Raum auch schon durch die Gegend schwirren, Scrum und agile Methoden und so weiter. Das hat zwei Komponenten. Wir wollen damit schneller Entwicklungsprodukte in den beiden Strängen, die ich vorher gesagt habe, voranbringen. Und wir wollen, dass die Leute dieses Erleben, was sie haben in dieser Projektarbeit, wieder in ihre Linienorganisation zurücktragen. Also dass sozusagen ein doppelter Effekt entsteht. Das ist so die Story, warum wir das tun. Und das andere ist eben, dass wir in Organisationseinheiten Dinge ausprobieren und eigentlich mutige Leute suchen, denen wir Legitimation geben, in den bisherigen Regelungsrahmen ein Stück weit eben zu verlassen. Und dabei ist uns auch wichtig, dass wir zwar das Thema reingeben, ich sage gleich, was das ist, aber das konkrete Zielbild eigentlich das Team selbst entwickeln lassen. Damit wollen wir ganz konkret in klassischen Organisationseinheiten, ich sage immer in der Produktion bei uns, also dort, wo Abrechnung gemacht wird, dort wird Kunden beraten werden in Servicebereichen, dass dort eben auch dieser neue Wind oder neue Methoden und Selbstorganisation etabliert werden können, weil da sind wir auch bisher noch eine ganz traditionelle Verwaltungsbude, wo da quasi der Chef der Obersachbearbeiter gibt und die Mitarbeiter irgendwie halt ihr Ding abarbeiten. Und da wollen wir ein Stück weit Bewegung reinbringen. Und deswegen ist uns wichtig, dass es eben
hochgradig partizipativ ist. Das heißt, dass die Teams selber die Ideen entwickeln und dass wir ergebnis- und prozessoffen sind und dass wir durchaus auch bereit sind oder das in Kauf nehmen, dass uns so ein Thema mal um die Ohren fliegt. Und das ist eine Sache, das haben wir uns bisher noch nicht so richtig getraut, Dinge zu tun, die uns auch mal so richtig granatenmäßig um die Ohren fliegen können. Es ist bisher nicht passiert, aber es kann theoretisch sein, nachher ruft jemand an und sagt, Böhringer, irgendwie da läuft was schief gerade in dem Team und da muss man irgendwie gucken, was dann mit der Feuerwehr los ist irgendwie. Wir lassen die Leute aber nicht allein, sondern wir haben einen Rahmen mit reingegeben. Wir haben das auch in der Begleitung in der Hochschule Reutlingen und Fraunhofer dabei. Und das sind sozusagen unsere vier Eckpunkte, um die es geht. Ein paar Sachen habe ich ja schon genannt. Beteiligungsorientierung, die Verantwortung in das Team geben, bereit zu sein, Entwicklungen zu ertragen, die man vielleicht gar nicht so richtig abschätzen konnte und es trotzdem aber in einem geschützten Rahmen zu lassen. Und wichtig ist auch eine Kommunikation in das Unternehmen rein, weil da entstehen natürlich Fragen, warum dürfen die das und warum darf ich das nicht? Was machen die da? Was haben die da vor? Ja, wollen die Führungskräfte abschaffen, wenn man ein Team ohne Führung hat und so? Also es sind spannende Fragen, die da eben kommen. Ganz konkret. Wir haben eine Serviceorganisation, das heißt, da werden Kunden beraten. In dem Fall sind es Teams, die langzeitkranke Menschen begleiten, also die, die aus der Entgeltverzahlung rausgefallen sind und von der AOK dann Krankengeld beziehen. Das ist da entsteht eine tiefe Beziehung, eine hohe Beziehung zwischen den Kundenberaterinnen und Kundenberatern und den Menschen. Da geht es natürlich um existenzsichernde Zahlungen. Und wir haben die Teams in eine Selbstorganisation gegeben, das heißt, die haben keine Führungskraft mehr. Sondern haben die komplette Verantwortung, die bisher die Führungskraft hat, in ihr Team delegiert. Und wir beobachten das gerade, Arjan wird nachher noch so das Fazit rausziehen, was wir da gerade lernen. Und das Team muss oder kann auch virtuell zusammenarbeiten. Das ist eigentlich eine Geschichte, die wir bisher immer ausgeschlossen haben, weil wir immer gesagt haben, dort wo Service passiert, dort kann ja eigentlich kein Homeoffice möglich sein. Und die beweisen gerade, dass das Gegenteil möglich ist und dass die Servicequalität trotzdem stimmt. Also das heißt, wir versuchen auch so unsere eigenen Paradigmen, die wir über Jahre aufgebaut haben, ein Stück weit das Gegenteil zu beweisen. Dann haben wir noch eine ganz spannende Geschichte, das ist der 5-Stunden-Tag. Es gibt, wenn Sie da in den letzten Monaten in der Presse geschaut haben, gab es immer mal wieder so Beispiele, ein Unternehmen führt den 5-Stunden-Tag ein. Wir haben uns überlegt, was steckt da dahinter und sind gerade dabei, ein Team bereitet sich da gerade drauf vor. Wie können Sie Ihre Prozesse so organisieren, dass Sie nach 5 Stunden fertig sind und heimgehen bei voller Vergütung? Das ist eine hochspannende Geschichte, weil wir überhaupt nicht wissen, was hinten rauskommt. Aber was wir gerade merken, die Leute beschäftigen sich intensiv mit ihren Prozessen, so intensiv, wie sie sich noch nie mit ihren Prozessen beschäftigt haben. Es geht da nicht um Arbeitsverdichtung, sondern es geht darum, auch in Selbstorganisation rauszufinden, gibt es denn eigentlich Dinge, die wir eigentlich machen, obwohl sie gar nicht nötig sind. Also so ein Stück weit lernen, wie die Prozesse bei uns dann auch an der Basis gestaltbar sind. Und das andere Team, da sind wir gerade in der Orientierung und suchen da gerade, wie das funktioniert. Wir haben, Sie können sich das vorstellen, auch ein Zielvereinbarungssystem, das ziemlich krass ist und da sind alle Ziele bis aufs letzte Komma herunteroperationalisiert und das macht was. Also wenn ich in so einem Führungssystem lebe, wo die Excel-Tabelle führt und die Führungskraft eigentlich gar nicht mehr führen muss, dann ist ja immer die Frage, erfüllen die Leute das Ziel oder sind sie erfolgreich in der Arbeit? Und wir wollen uns ein Team ohne diese Ziele in die Welt setzen und ich hoffe, es kommt dabei raus, die sind besser als die Teams, die quasi diese Zielvereinbarung haben. Also wir trauen uns da ein Stück weit was zu, wir trauen uns da Dinge zu, die eigentlich nicht typisch sind für unsere Organisation. Es bleibt aber in einem geschützten Rahmen, wir breiten da auch kein Chaos in der AOK aus, sondern es ist so ein Stück weit eine Vorbereitung auf Dinge, wir lernen miteinander und das, was die Leute in den Teams alle sagen, ist, es ist wahnsinnig anstrengend, aber es ist toll zu erleben, dass wir als Unternehmen den Leuten das zutrauen, Dinge selber in die Hand zu nehmen. Das ist ein ganz wichtiger Effekt, den wir für die Zukunft auf jeden Fall als Kompetenz brauchen. Soweit mal ein Blick aus unserer Praxis. Genau. Ich denke, wir können auch tatsächlich relativ schnell in die Diskussion gehen. Ich wollte vielleicht einen Hinweis noch geben, nämlich, dass wir das evaluieren. Nur ganz kurz, und zwar schauen wir uns da zwei Dinge an, nämlich die Frage, wie funktionieren die Themen jeweils, also funktioniert das
mit 5-Stunden-Tag funktioniert die Selbstorganisation, aber wir schauen uns auch den Prozess an. Und damit will ich eigentlich auch den Bogen schließen zu meinem Anfang, nämlich, dass ja die Frage ist, ist die experimentelle Methode innerhalb einer hierarchischen Organisation der richtige Modus, um künftig Themen zu lernen und eben mit der Komplexität, die ich am Anfang ja dargestellt hatte, auch entsprechend umzugehen. Und das schauen wir uns an. Da gibt es erste Ergebnisse, da gehe ich jetzt gar nicht tiefer drauf ein. Es ist hochspannend, das Projekt ist am Laufen. Es klappt soweit wirklich gut, überraschend gut. Wir hatten mehr Befürchtungen. Viele sind nicht eingetreten, aber es ist, wie gesagt, am Laufen. Und ja, ich denke, wir können in der Diskussion, wenn es dazu Fragen gibt, näher auch noch eingehen. Aber ich würde dann genau hier das an der Stelle mal von uns aus lassen. Vielen Dank. Ich erkenne viele Parallelen auch zur Stadtverwaltung mit Dingen, die wir ausprobieren oder auch noch nicht. Und ich denke, es ist auf jeden Fall ein Thema für Fragen. Also das 5-Stunden-Tag. Also gerne Fragen an die beiden Kollegen hier oben. Das sind die Fachexperten, jetzt oder nie. Mein Name ist Elke Knall. Meine Frage ist, wie stellen Sie diese Teams zusammen? Ja. Also was für Leute sind in den Teams, weil oft gehen ja Prozesse über Abteilungsgrenzen hinüber und wie wird das zusammengestellt? Genau. Also und es ist, eine zweite Frage hätte ich, wird da eine komplette eigene IT aufgestellt, also eine ganze Systemumgebung, Server, eigene Server, also wird das komplett abgekoppelt von der Produktion quasi, also wie sieht die Technik aus? Okay, ja, also ein Grundsatz ist, dass wir nicht gegen die Leute experimentieren wollen. Und wir sind aus dem Bereich Personalstrategie, wir machen einmal im Jahr oder alle 2 Jahre vielmehr so eine ähnliche Veranstaltung wie hier, das nennt sich Personalgipfel, da laden wir alle oberen Führungskräfte ein, das sind in Baden-Württemberg so, na, sind so 200-300 Leute. Und wir haben Ende 2018 eben aus der Tradition raus war die Erwartung, naja, jetzt sagen die uns, was quasi im nächsten Jahr kommt, also was ist sozusagen das Thema. Und wir sind auf die Bühne gestanden und sagen, wir wissen nicht mehr, was kommt. Ja? Ihr seid jetzt selber verantwortlich, die Zukunft mit uns zu gestalten. Das war erstmal so ein Paradigmenwechsel. Und dabei haben wir diese Experimentierräume ausgerufen und ich habe gefragt, wer von euch Bock hat, was Mutiges auszuprobieren, was wir bisher noch nie hatten, der soll sich nachher bei mir melden. Und ich war völlig offen, mir war völlig unklar, ob da jemand kommt oder nicht. Und es haben sich tatsächlich 3-4 Geschäftsbereichsleitungen dann gemeldet bei uns, die gesagt haben, ich habe da ein Thema, das wollte ich schon lang mal und da haben wir noch was und da haben wir noch was und da ist es mit dem 5-Stunden-Tag. Das heißt, wir haben mit den Mutigen im Unternehmen gearbeitet. Die haben dann ihre Teams identifiziert, mit denen das möglich sein kann. Und dann sind wir zu den Teams und haben sie überzeugt, was völlig Außergewöhnliches zu machen. Das heißt, wir haben keine neuen Teams zusammengestellt, sondern wir haben bestehende Organisationseinheiten, die in der bestehenden AOK-Welt mit der bestehenden IT, mit allen Systemen arbeiten, für die wir aber jetzt die ein oder anderen Rahmenbedingungen auf die Seite räumen. Also wir verstoßen da jetzt nicht gegen Gesetze oder gegen Tarifverträge, sondern es geht darum, klassische, traditionelle Glaubenssätze, Rahmenbedingungen, die wir selber haben, aufzulösen und eben in die Selbstorganisation zu geben. Das war für die Teams am Anfang nicht ganz so trivial. Du hast es ja auch in den Interviews dann auch bemerkt. Aber was die sagen ist, es ist eine wahnsinnig tolle Wertschätzung, dass ihr uns das zutraut, sowas zu tun. Das war sozusagen das Fazit. Das heißt, wir arbeiten da momentan mit Freiwilligen. Aus der Erkenntnis raus jetzt kommen ein paar spannende Geschichten raus, die wir dann ein Stück weit auch strategisch ins Unternehmen wieder reingeben können, von denen dann alle profitieren sollen. Vielleicht kannst du dir zu den Bedenken. Also zu den Bedenken der Mitarbeiter, oder? Also ich meine, das sind ja Sozialversicherungsfachangestellte, also die, sag mal, wirklich die Produktionsebene, die da experimentieren. Das sind Menschen, die fachlich sehr versiert sind, die aber gewohnt sind, auch in starken Strukturen zu arbeiten, in klassischer Hierarchie, aber eben auch sehr nah an der eigentlichen Tätigkeit. Und die versuchen wir ja jetzt auch gerade mit den beiden Themen Selbstorganisation, aber auch im 5-Stunden-Tag, ja auch mit in die Verantwortung zu nehmen. Und das ist natürlich dann auch ein Prozess, der funktioniert
mal besser, mal schlechter. Also wir haben ja zweimal Selbstorganisation und das ist auch so, dass ein Team sehr dynamisch gestartet ist, wirklich auch unglaublich schnell irgendwie erkannt hat, dass das Team jetzt Verantwortung übernehmen muss, während ein anderes Team dann noch stärker jetzt irgendwie auch an der Frage hängt, was ist eigentlich eine Führungsaufgabe, was macht meine Führungskraft, was davon müssen wir übernehmen und warum bin es möglicherweise auch ich, der da jetzt irgendwas übernimmt. Also das sind schon auch unterschiedliche, sage ich mal, Entwicklungen, aber insgesamt klappt das doch erstaunlich gut. Aber es ist eben tatsächlich so, dass wir mit Menschen diese Experimente aufsetzen, die es eben nicht gewohnt sind, selbst in Begriffen der Arbeitsorganisation, in Begriffen, wie koordiniert man sich und so weiter zu denken, sondern die gewohnt sind, eben ihren Sachbereich zu bearbeiten und das innerhalb der Strukturen, der Gesetze, der Vorschriften, die es halt bei der AOK natürlich auch zahlreiche gibt, branchenbedingt sozusagen. Genau. Mhm. Weitere Fragen? Ja, ist an, ne? Mein Name ist nochmal Günter Wolf, ich komme nochmal auf den Datenschutz zurück, wie von vorhin. Sie haben ja vorhin erzählt, was man mit den Daten alles machen kann. Könnte. Das ist ja ein Geschäfts- und Wertschöpfungstreiber eigentlich. Ja. Haben Sie nicht die Befürchtung, dass, wenn Sie erstmal alle Daten haben von uns, dass es dann eine Entsolidarisierung der Krankenkassen gibt, weil Sie könnten dann ja pro Mitglied einen individuellen Plan und eine individuelle Prämierung machen, sodass eigentlich der gemeinsame Gedanke einer gemeinsamen Krankenkassenversicherung eigentlich langfristig aufgelöst wird, nach dem Motto, wer gesünder lebt, zahlt weniger und wer älter ist, hat halt ein Problem und kann irgendwann nicht mehr bezahlen. Gut, also das wäre tatsächlich ein Experiment, das, das scheitern müsste. in der Tat, der Spahn macht zwar wahnsinnig viel Initiativen und Gesetze, aber sein wesentliches Interesse ist, eine zentralere Steuerung bundesweit auf lokale Gesundheitsversorgung auszuüben. Die Grundprinzipien der Solidargemeinschaft sind da, so sehe ich das gerade, nicht angegriffen. Das heißt, keiner denkt darüber nach, dass die Daten für individuelle Beitragsprofile, also das kann schon sein, dass wir hier drüber nachdenken, aber es wäre in der Gesetzgebung bisher, ich sage mal, nicht erfolgreich, wenn wir Preise für Individuen machen müssten. Das dürfen wir heute nicht und das dürfen wir auch in Zukunft nicht. Wir selber wollen es auch nicht, weil wir sagen, der Wettbewerb im Gesundheitswesen, der muss sich aus unserer Sicht da ausüben, wo Sie als Kunde das beste Versorgungsprodukt bekommen und wo wir nicht Sie gläsern machen in dem Sinn. Die Daten, die wir haben, die brauchen wir allerdings, um die Versorgungsgestaltung zu optimieren, aber nicht, um individuelle Preise zu machen. Ich glaube, Sie finden wenig Leute in Krankenkassen, die tatsächlich vorhätten, solche Dinge, solche Modelle zu denken. Also ich denke, das ist noch relativ weit weg, die Diskussion. Da müsste ich Ihnen widersprechen, weil die Autoversicherungen machen das ja schon, indem sie ja jetzt individuelle Chips oder Gerät in die Autos einbauen, wo sie beurteilen, fährt er gut, fährt er schlecht. Genau. Also ich würde sagen, der Schritt aus meiner Sicht ist in 10 Jahren da. Also wir sind in der gesetzlichen Krankenversicherung tatsächlich in einem völlig anderen Kontext unterwegs, als wenn jemand in einem, in einem Versicherungsgeschäftsmodell unterwegs ist. Also ich sehe uns da schon noch weit weg. Was in 10 Jahren ist, weiß ich allerdings auch nicht. Aber die politischen Kräfte, die jetzt da sind, und da vertraue ich noch ein Stück weit drauf, werden ziemlich lang so ein System verhindern. Und ich glaube auch, dass in der Öffentlichkeit so ein System deutlich auf Widerspruch stoßen würde. Eine weitere Frage haben wir noch. Ja, nochmal Wolfgang Kasper. Ich habe eine Frage zu den Gruppen und der Selbstorganisation. Wie groß sind so eine Gruppen? Sind die auf der gleichen Hierarchieebene? Haben die Kontakte zu Kunden und wie stellen sie ein Qualitätsmanagement sicher? Ja, also die sind tatsächlich direkt am Kunden. Das sind jetzt keine Backoffice-Bereiche, die jetzt nichts mit Kunden zu tun haben. Die einen kümmern sich eben um Langzeitkranke, die anderen kümmern sich um Krankenversicherung der Rentner, die anderen machen Firmenkundengeschäft. Das heißt, das sind ganz konkrete Produktionsorganisationen in unserer Verwaltung, in unserer Struktur. Und die Teams sind so zwischen 10, 15, 20 groß. Es sind durchaus größere Gruppen. In einem Fall wurden auch zwei Teams sozusagen da zusammengeflanscht irgendwie. Das sind dann schon größere Gruppen. Und die Qualität, das ist ein spannendes Thema, an dem wir dann rausfinden, wo kommt zum Beispiel Selbstorganisation an die Grenzen? Also wo kommt der Impuls von außen in das Team, damit die Qualität und das Ergebnis stimmt, wie wird es vermittelt? Die haben allerdings eine sehr hohe
Qualitätsorientierung selber, das ist ein Stück weit in unserer DNA drin. Das hängt auch in unseren Prozessen, mit denen Sie nach wie vor arbeiten. Aber tatsächlich kommen wir jetzt bei den Teams, die völlig ohne Führungskraft arbeiten, dran und sagen, naja, wir werden jetzt eine neue Rolle ausprobieren. Nämlich wir probieren aus, dass es Leute gibt, Führungskräfte gibt, die mehrere selbstorganisierte Teams führen sollen, ohne direkte Führungskraft zu sein. Einfach um das Thema Qualität, Transfer nach außen und innen ein Stück weit zu gewährleisten. Und das kann, und das sehe ich auch als Potenzial für unser Führungssystem, eine neue Rolle von Führungskräften sein, nicht mehr der Obersachbearbeiter zu sein, sondern Teams autonom in die Autonomität zu geben und trotzdem autonome Teams zu führen. Das ist so eine spannende Erkenntnis, so ein spannender Punkt, wo wir gerade vorstellen, wie sich das auswirken kann. Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Für Sie beide nochmal einen tosenden Applaus. Jawohl, vielen Dank.